Heute ist ein großes Fest in der koptischen Kirche. Verkündigungsfest. Engel Gabriel kam zu der heiligen Jungfrau Maria und hatte ihr die gute Botschaft, dass Gott ein Mensch sein wird, um die Menschen erlösen zu können. Warum musste Gott ein Mensch sein? Adam und Eva hatten gesündigt. Das Ergebnis von der Sünde, dass sie weggeschmissen. Nicht von einem kleinen Paradies, absolut nicht. Sie sind weggeschmissen von der Anwesenheit Gottes. War Gott so hart? Überhaupt nicht. Aber Adam und Eva, durch ihre Sünde hatten sie gelernt, wir lieben und folgen Satan und nicht Gott. Deswegen müssen sie sich selber von dem Paradies, von der Existenz Gottes weggeschmissen. Adam und Eva hatten leise gesagt durch ihre Sünde, wir glauben an Satan mehr als an Gott. Wir lieben Satan und wir finden seine Rede und Worte glaubwürdiger als die Rede Gottes. Deswegen, die Sünde ist eine Trennung von Gott. Und das Fest der Verkündigung ist das Korrigieren, ist die Heilung für die Menschheit. Eine Botschaft von dem Satan an Eva hat uns die grausame Folge gebracht. Und eine Botschaft von dem Engel Gabriel an die heilige Jungfrau Maria hat uns wieder die Heilung gebracht. Das kennt ihr nicht. Die Menschen, die dem Satan folgen, sind innerlich total zerstört. Sie haben keine innere Ruhe. Sie haben keinen Frieden, keine Liebe. Aber die Menschen, die Gott folgen, haben diesen Frieden, das ganz klar bei der Geburt Christi gezeigt wurde. Als Jesus geboren wurde, kam der Engel Gabriel zuerst mit der Botschaft. Und dann kamen die Engel zu den Hirten in Gesänge und Freude. Und dann kamen die Sterndeuter von dem Osten mit Freude, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe ihm dargebracht. Also die Zeichen für die Freude kam und begann an diesem Tag ein Fest der Verkündigung. Musste Gott ein Mensch sein? Ja, weil die Menschen haben gegen Gott unendlich gesündigt. Eine Sünde zu dem unendlichen Gott ist eine unendliche Sünde. Eine Sünde, die gegen einen unbegrenzten Gott ist auch eine unbegrenzte Gott. Konnte der Engel, Erzengel Michael oder einer der Cherubinen uns erlösen statt Jesus? Leider nicht, wegen zwei Dingen. Erstens, weil die Engel keinen Körper haben, sind keine Menschen. Und der gesündigt hat, ist ein Mensch und muss auch ein Mensch sterben. Zweitens, ein Engel ist nicht unbegrenzt. Ein Engel ist begrenzt in seiner Existenz und deswegen kann nicht diese unbezahlbare Sünde oder Preis bezahlen. Deswegen musste Gott Fleisch von der heiligen Jungfrau Maria nehmen und die Menschheit erlösen, damit die Menschen nicht in ewiger Schande und Tod bleiben. Das Fest der Verkündigung feiern wir am 29. Baramhat, des koptischen Monats Baramhat. Und weil wir dieses Fest verehren und lieben, deswegen feiern wir regelmäßig einmal jedes koptischen Monats. Am 29. des koptischen Monats wird gefeiert. Wir werden an diesem Fest, an diesem Tag, jedes Monat denken, an diesem Tag Gott hat
die den Engel Gabriel geschickt für die gute Botschaft. Ist für uns gekreuzigt und Auferstehung. Drei Feste werden an diesem Tag gefeiert. Also, trotz Fastenzeit, wir feiern heute mit fröhlicher Melodie während des Gottesdienstes, weil wir feiern das Fest der Verkündigung. Also, lass uns die Freude der Auferstehung, Freude der guten Botschaft und Freude der Erlösung gewinnen durch Trennung von der Sünde, durch Reinheit, durch Ehrlichkeit mit Gott, durch Beichte und Reue und durch Kommunion. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen. Voltenos, temor.